Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier in die Schmiede gekommen, die Schmiede des Lavazuflusses. Und ich habe auch mal noch ein neues Outfit rausgesucht. Das ist zwar etwas schwächer als die letzte Rüstung, aber dafür haben wir mal etwas Neues an. Und so wie ich es sehe, wird im Moment auch gar kein Bosskampf kommen. Dann können wir doch das gut mal machen. Lassen wir mal dem Geist zu, was der meint. Ja, da sind wir da in der Schmiede angekommen. Da hat es noch den Hinweis. Trifft sie an ihrer Schwachstelle. Hier hat es nämlich einen neuen Gegner. Und man sieht schon hier das rote Teil, das der Edelstein. Das ist ihre einzige Schwachstelle. Sonst macht man massiv weniger Schaden. Ui. Muss es nicht ganz so einfach. Man kann es aber dafür, wenn man zu viel manchmal spricht, zusammen. Dann macht man ein bisschen mehr Schaden. Es ist mir. So, was hast du hier? Nochmal ist mir stehen. Ja, können wir da ganz viel aufleveln auf unseren Waffen eines Tages. Lava, Schleim. Was kommt hier? Nochmal Lava-Schleim. Schmiedstein. Vor allem sind es alles so die schlechten Schmiedsteine. Also weil von denen haben wir eh schon sehr viel. Was sind die? Ich wollte jetzt mal schauen. Sind die hier? Nein. Da. Ja gut, so viel haben wir gar nicht. He. Von dem haben wir sehr viel irgendwie. Ja, aber immerhin 7 von dem. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, die Schmieden sind quasi so ein bisschen der Nachfolger von den Minen, wo man so ein bisschen Schmiedsteine finden kann. Aber ich finde es eine recht coole Idee oder Neuerung. Das ist einfach schon einmal mal optisch etwas ganz anderes als die Minen. Gasstein. Das Handbuch. Ja, das 13. Da haben wir nochmal einen von denen. Ja, die können sich eben so runterfallen. Oh, hat er gerade wieder wollen machen. Das ist eigentlich eine recht gefährliche Attacke. Oder muss mich verwirrt, die mega viel. Ups, nein. Ja, der blöde Lava ist ein... Geht nicht. Steine.
Da haben wir noch etwas. Immerhin mal dunkel. Aber ja, eigentlich grundsätzlich finde ich schon, das braucht man gar nicht so zwingend. Weil die kann man ja alle einfach kaufen. Irgendwie wäre es einfach viel cooler gewesen, sie hätte wie so einen eigenen Schmiedstein für eine DLC gemacht, dass man das nachher hier könnte finden. Das wäre viel cooler gewesen, da hat man auch Motivation und Freude gehabt, wenn man so einen findet, aber so, Was ist da hinten? Jetzt nochmal einer. Ja, wir sind einmal verrutscht. Ja, es ist einfach ein bisschen eng hier, das ist nicht so gäbig, komm. Komm noch ein bisschen. Ja, die Attacke verrutscht mich auch immer. Schon wieder der Nächste. Gehst zurück, okay. Und dafür kommst du jetzt duschen, oder was? Ah. Oh. Ja, ich eigentlich nicht so wohl. Also laufen lang definitiv nicht, man muss kumpen. Vielleicht kein dritter Lauf. Ah, schade. Komm. Das ist kein jeder Lava. Ah, wir haben gar nicht so viel Tränke gesehen, ist schlecht. Ich würde sagen, du kannst da langsam mal wieder gestunnet sein. So, gut, dann haben wir den weg. Was singen wir hier? Schmiedeschriftdolch. Können wir den auch geschehen anschauen? Jetzt sollte ich da noch geschehen sammeln. Scheint aber nicht mehr gross zu haben. Durchbohrender Wurf, okay.
Ah, okay. Das ist aber eigentlich noch eine coole Idee, so eine Art Wurfdolch, wo man ja unendlich schießen kann. Es gibt noch weitere so. Schmiedeschriftwaffen, die hätten vielleicht auch noch coolen Effekt. Könnte noch sein. Weiß nicht. Was ist da? Aha. Schmiedstein. Ja, da haben wir den Raum auch geschafft. Da bleibt uns nochmal noch der Weg hier. Oder auch nicht. Ah, okay. Jetzt kommt es mir wieder in Sinn. Wir müssen nicht hierher. Weil, wenn wir hier schauen. Hier oben kommt man noch her. Der müssen wir her. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir können nämlich hier noch rauf. Das haben wir schon gesehen. Man kann hier noch weiter gehen. Dann haben wir noch etwas, aber das wird auch nichts mehr getan sein. Eine Frucht. Ja, die Kette noch, die Haken, finde ich auch recht cool gemacht. Was die dann mit ihnen überall hat. So, wieder da rauf. Aber Schmiedsteine und hier haben wir jetzt den Schalter, den wir brauchen. Und hier sehen wir jetzt das Riesenrohr. Wenn wir den Schalter aktivieren, kommt das dann langsam ab. Macht er gerade so über den Kopf. Ja. Man sieht es jetzt hier nicht so, aber das Ding tut auch Lava irgendwie rein drehen. Dann muss es vielleicht so. Ja, jetzt so. Hier mal aufsäckeln. Ja, jetzt hat es auch noch die blöden Lavaschleimer. Dann sind wir bei dem sogenannten Altar angekommen. Bei den Schmiedinnen hat es irgendwie aber keinen Boss, sondern es hat auch die Altäre, die man kann, untersuchen kann. Jetzt haben wir Amboss-Hammer bekommen und einen uralten Drachenschmiedstein. Und damit sind wir hier schon fertig, weil so gross ist die Schmiede eben gar nicht. Schauen wir noch den Amboss an. Die sind auch etwas grösser als sie eigentlich sind.
Nein, nicht hier. Aha, skaliert irgendwie ein bisschen Metall. Schmiedekunst sperren. Ja, jetzt machen wir noch ein Level Up aus so viel Feldgarnen, aber wir können doch geschickt gegen die kämpfen. Wir sind da wieder so mit drin. Ja, ich glaube langsam längt es auch sogar fast schon. Ah, oh, blöde Ritter. Ja, ich wollte jetzt nicht noch sterben. Ich brauche noch. Ja, ich glaube, das reicht. Oh, muss gerade da geschwingt hier rein. Oh nein, es lag nicht. Ah. Ja, bring es noch ein bisschen um. Jetzt langt es aber sicher. So, ich habe das noch 25 bekommen. Übrigens, jetzt zieht sich das ein bisschen her, aber ja, geht schon. Ja gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.